Wolfgang Klaus von der Ondix GmbH in Esslingen. Guten Tag. Ich begrüße Sie zur Session 2 Big Data und Datenanalyse. Bedanke mich für die Anmoderation. Und wir können uns dem Thema nähern, Datenanalyse mit Jupyter in Scaled. Das sind drei Begriffe, Scaled, Jupyter und Datenanalyse. Da werde ich Sie in meinem Vortrag hoffentlich erhellen, so erhellen, dass Sie sagen, aha, mit der Datenanalyse habe ich verstanden. Data Science ist ein großes Feld, aber da gibt es selbst in der betrieblichen Fertigung, damit kann ich das beherrschen und dass es sogar praktikabel ist. Ich werde keinen Werbeblock einbinden, das ist ja keine Verkaufsveranstaltung, sondern ich will Sie versuchen, für diese Technologie zu begeistern. So, wie steigen wir ein? Ich will Sie ganz kurz mitnehmen, was ist Scaled? Dann die Techniken Data Science auf dem Hallenboden, also in der betrieblichen Fertigung, kurz erläutern. Und dann gehen wir in die Datenanalyse mit Jupyter anhand eines konkreten Beispiels. Und am Schluss zeige ich Ihnen noch, wie Sie die Ergebnisse dieser Analyse sogar weiterverwenden können in weiteren Apps, in weiteren Prozessschritten. So, wir haben über 10 Jahre jetzt gelernt, was es heißt, mit Apps umzugehen. Wir kennen alle Apps. Und wir nutzen die sehr produktiv. Apple hat es 2007, 2008 eingeführt und Steve Jobs hat das Ziel verfolgt, für alles gibt es eine App. Und das haben wir versucht, auf den Hallenboden zu übertragen, auf die betriebliche Fertigung zu übertragen, also für alle unterschiedlichen Funktionen eine App zur Verfügung zu stellen und diese App dann zu verbinden, um den betrieblichen digitalen Prozess abzubilden. Und das funktioniert. Und heute haben wir für das Thema Data Science ein kleines bisschen Informationen hier mitgebracht, dass Sie sehen, wie Data Science mit Apps funktionieren kann. Scaled besteht eigentlich aus drei Elementen. Einmal, der Kunde braucht eine Betriebsplattform, die Scaled-Betriebsplattform. Daran kann er Apps installieren, die es beim Ökosystemanbieter gibt. Und die Apps werden natürlich erstellt von den App-Herstellern und die stellen im Ökosystemanbieter einen App-Store sozusagen die Apps zur Verfügung, die man dann ausführen kann auf Kundenseite. Auf Kundenseite bedarf es einmal eine Plattform, die man braucht, um die Apps auszuführen. Und wenn man dann die Plattform startet, kann man schön in den App-Store schauen und sich eine App aussuchen und dann mit der App, das sind teilweise große Programmpakete, dann über den Browser die App benutzen. So einfach ist der Start in den digitalen Fertigungsprozess. Und wie kann man dann die Apps miteinander kombinieren? Es gibt Apps, um Maschinendaten zu integrieren und die Daten speichern, zu alarmieren oder dann eben auch mit Jupyter die Daten zu analysieren. So kann man die Apps dann miteinander kombinieren und den Fertigungsprozess digital begleiten. So, wie sieht es aus auf dem Hallenboden mit Data Science? Was ist denn Data Science? Data Science ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Wissenschaften: Mathematik, Informatik, Statistik und Domain Expertise. Domain Expertise ist das Allerwichtigste, nämlich das Fachwissen an der Maschine im Fertigungsprozess, also auf dem betrieblichen Hallenboden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Fachleute da mitarbeiten. Es hilft nichts, wenn man irgendwelche Standardmethoden verwendet, sondern die müssen einfach so dieses Fachwissen angereichert umgesetzt werden. Big Data, künstliche Intelligenz sind eigentlich verwandte Begriffe aus dem Thema Data Science, möchte ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, sondern mich auf diese Datenanalyse konzentrieren. Und es gibt da so Standardverfahren, die in 6 Schritten vorsehen, wie man sich da standardmäßig nähert. Es gibt da sehr, sehr viele Unterlagen. Sehr viel Erfahrung auch. Wenn man das erste Mal macht, muss man die Erfahrung selber machen. Data-Analyse ist eigentlich jetzt Schritt 1 bis 3 bis 4. Und danach bei dem Data Science kommt dann noch die Vorhersage, die Prediction dazu. Data Science ist leider ein bisschen mühsam oder Data-Analyse ist ein bisschen mühsam, weil da sind ein paar Schritte erforderlich. Nämlich Sie brauchen die entsprechende Sensorik an der Maschine. Sie müssen die Sensorik digital zur Verfügung stellen, die Werte der Sensorik. Dann müssen Sie die Daten erstmal akquirieren von der Maschine beziehen, von den Sensoren irgendwie beziehen. Sie müssen die Daten verstehen in Richtung Frequenz, Bedeutung, Geschwindigkeit, Einheit und so weiter.
Dann müssen Sie die Daten verbinden. Eine Maschine muss im MES, im ERP, im anderen System gleich benannt werden, damit Sie die Daten zusammenbringen können und entsprechend dann speichern und auswerten. Und da sind wir dann im Bereich der Datenanalyse. Anschließend kommt die Visualisierung auf unterschiedlichste Arten, was man sich das vorstellen kann. Und dann kommt eigentlich erst das maschinelle Lernen, die künstliche Intelligenz und die Prediction, also die Vorhersage in die Zukunft. Natürlich mit entsprechender Möglichkeit, dann Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle aufzubauen. So, die Tools in Scale-It, da haben wir eine ganze Reihe von Tools zur Verfügung gestellt und als Apps zur Verfügung gestellt. 5 davon sind hier mal gelistet. Es geht los mit einer Datenspeicherung. Dann die Auswertung per Oberfläche. Grafana ist so ein fantastisches Tool, um Dashboards zu bauen. Mit Node-RED kann man den Datenstrom verändern und Dashboards bauen. Streamsheets lässt eine Datenverarbeitung fast im Excel-Stil zu. Sehr niedrige Einstiegsschwelle. Und das Schweizer Taschenmesser der Datenanalyse und Data Science ist eigentlich dann JupyterLab Reports. Sie sehen hier mit allen Eigenschaften, kann schnell kompliziert werden, aber bietet auch einen sehr einfachen Einstieg. Und das schauen wir uns jetzt genauer an, nämlich wie kann so eine Datenanalyse mit Jupyter tatsächlich aussehen. Diese Jupyter-App oder JupyterLab Reports-App, die ist vollumfänglich auf diesem Open-Source-Projekt, in GitHub Open-Source dargestellte Projekt Jupyter aufgebaut. Und Sie sehen hier an den Stars und an den Forks, fast 12.000 Stars und 3.000 Forks, extrem populär und natürlich weit verbreitete Technologie, Software, die durchaus und nicht durchaus, sondern die ist produktionstauglich. Wir haben im Januar die erste Version vorgestellt dieser App, Version 1.1.1, die erste produktionsfähige Version. Und da gehen wir jetzt ein kleines bisschen rein. Was kann die alles? Also, zunächst, Kerntechnologie besteht aus Dokumenten, die aktiv sind. Das bedeutet, Code und Dokument verschmilzt. Kann man als natürlich sehr auditorfreundlich, man sieht, wo die Teile von den dynamischen Teilen herkommen, wo die Daten einfließen in das Dokument. Und die Jupyter-Technologie selber ist eine Kombination aus 3 komplexen einzelnen Programmpaketen, die verschmolzen sind, um Data Science Datenanalyse zu optimieren. Unter der Motorhaube, wenn wir mal kurz reinschauen, was da alles drin ist in dieser App, es ist Jupyter als Kerntechnologie, JupyterLab, um eine Verwaltung von Dokumenten, von Jupyter-Dokumenten zu ermöglichen, eine Datenbank steckt drin, eine API, um die Daten abzufragen, die dann in so einem Dokument erzeugt werden und mit anderen Apps verbunden werden können dadurch. Ich möchte jetzt mit Ihnen mal ein Dokument anschauen, ganz kurz reinschauen, was da drin ist. Ein Dokument besteht aus Text, ganz normaler Text, statischer Text, und dann in diesen grauen Bereichen hier unten mit grüner Schrift Code. Und dieser Code kann ausgeführt werden und das Ergebnis des Codes wird drunter angezeigt. Und so wird ein aktives Dokument quasi zum Leben, den Dokument, weil das aktive Dokument wird ausgeführt und besorgt sich Daten, analysiert die und schreibt die Ergebnisse gleich mit. So, wie kann jetzt die Datenanalyse konkret aussehen? Ich mache jetzt ein Beispiel mit Ihnen aus 6 Schritten. Wir erzeugen Daten, wir schieben die in die Datenbank und wir geben anschließend noch eine Datenanalyse aus. Zunächst müssen wir eine Verbindung zur Datenbank herstellen, immer das Gleiche. Dann haben wir hier ein paar Daten, das sind Sensordaten, die wir einfügen, Temperatursensordaten, 200 bis 220 Grad irgendwie. Das sind Daten aus einer Echtanwendung, aus dem Produktionsfertigungsumfeld. Die Daten können natürlich super leicht abgefragt werden, tabellarisch dargestellt in einer Tabelle. Das ist mit einem Befehl sehr leicht machbar. Dann holen wir uns im zweiten Schritt nur die Daten raus, die wir für die Analyse brauchen. Hier ist jetzt die Zeit und die Temperatur. Und die führen wir jetzt einer statistischen Auswertung zu, nämlich Max-Min-Bestimmung, Quartil 1, 2, 3, Standardabweichung und so weiter. Mit einem Befehl
Werte.describe die Statistik erstellt. Sie sehen, manche Dinge sind extrem leicht, wo dann in anderen Programmpaketen doch durchaus viel Aufwand erforderlich ist. Und wenn man die Daten dann visualisieren will, gibt es mit dem Plot-Befehl die Möglichkeit, die Daten anzuzeigen, nämlich entweder links die Originaldaten oder rechts dann die Daten im gleitenden Durchschnitt. Also da können Sie eine beliebige Anzeigemöglichkeit. Wenn Sie sich jetzt zurücklehnen und sagen, naja gut, es ist richtig, mehr als Excel ist es ja nicht, was das kann, dann nehme ich Sie mit, Ausblick, was noch alles geht, und da spätestens wird dann jeder Excel-Benutzer Schweißperlen auf der Stirn haben. Nämlich, wenn Sie einen Motor haben, zum Beispiel, und von dem nehmen Sie die Motorschwingungen auf. Mit einem Schwingungsaufnehmer, dann haben Sie eine Wave-Datei, und die Wave-Datei, da sind also diese Schwingungen drin, kann man mit Jupyter sehr leicht analysieren, indem er zum Beispiel die Daten anzeigt in einem solchen sogenannten Wave-File und sehr schön die Spektralanalyse mit einem weiteren Befehl durchführen. Solche komplexen Analysen stellt Ihnen Jupyter zur Verfügung schon im Grundsystem. Und da sind wir also weit weg von irgendwas, was Excel bedeutet. Hier eine Spektralanalyse mit Jupyter mit einem Befehl mal eben schnell erzeugt und dargestellt. Und so kann man eine Motoranalyse durchführen und sehr früh erkennen, wann Anomalien in der Laufruhe stattfinden und auf mögliche Wartungseingriffe schließen. Das erfordert dann eben dieses Fachwissen, diese Erfahrung, um den betrieblichen Prozess effizient zu gestalten. Soweit dieses konkrete Beispiel mit Jupyter. Und wir gehen jetzt noch abschließend in ein Thema. Jetzt haben wir die Daten im Jupyter erzeugt. Jetzt haben wir neue Erkenntnisse erzeugt. Wir haben Daten ausgewertet, Daten analysiert. Jetzt wollen wir diese Daten in einer anderen App zur Verfügung stellen. Zur Weiterverarbeitung. Und das ist genau dieser Schritt. In Jupyter App sind Erkenntnisse erzeugt worden hier unten. Und die sollen jetzt in einem anderen Prozess zur Verfügung gestellt werden. Und das geht über eine sogenannte REST-Schnittstelle. Ich will Ihnen da jetzt keine technischen Details zumuten, nur Folgendes brauchen Sie wissen. Es gibt eine URL, wo Sie über diese Jupyter, über das Jupyter Notebook quasi zugreifen können, auf das Jupyter Notebook zugreifen können. Zum Beispiel einen von Ihnen gemachten Befehl Addition zweier Zahlen ausführen und dann kriegen Sie das als Ergebnis im Browser zurück. Das heißt, eine ganze normale Web-Schnittstelle, und das Ergebnis sehen Sie dann hier. Und diese REST-Schnittstelle kann man natürlich auch in den anderen Apps jetzt nutzen. Wir haben hier mal eine Node-RED-App und da starten wir den Prozess. Wir machen die Jupyter-Abfrage und kriegen dann das Ergebnis hier angezeigt. Und Sie sehen, das Ergebnis der Addition aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist 5, 7, 9. Rechnen Sie es gern nach, müsste stimmen. Also, das heißt, diese Jupyter-Technologie kann in anderen Apps verwendet werden und so verschmelzen die Technologien, so gestalten Sie sich Ihren digitalen Prozess, wie Sie das brauchen. Und wozu das dann genutzt werden kann, haben wir ein konkretes Beispiel hier unten. Sie analysieren das Anhalten einer Maschine, beziehungsweise Sie halten die Maschine an, bevor sie in 10 Minuten kaputt geht. Das ist ein Ergebnis einer Analyse in Jupyter. Und zuvor gäbe es dann noch eine Warnung über ein Blinklicht aus, auch wieder in Node-RED. Und hinterher schicken Sie dann nach Eingriff dieses Wartungsvorfalls, nach Ableitung des Wartungsvorfalls, die Erledigtmeldung an den Schichtleiter. Das wäre so ein Prozess, wie Sie den Jupyter gestalten können, mit Jupyter gestalten können und einer anderen App, Node-RED in dem Fall. Insofern, ich hoffe, Sie haben so etwas mitgenommen. Das war Datenanalyse mit Jupyter in Scale-It. Ich bedanke mich. Und hoffe, Sie kriegen jetzt, Sie stehen gerne zu Fragen zur Verfügung und haben die Möglichkeit, da noch auf eine oder andere detailliert einzugehen. Dankeschön.